Moin, Johannes hier, mal wieder mit einer Partie Bulletschach. Und da haben wir direkt den Gegner Vipslord. 1319 Punkte, also eigentlich ein Schlagbarer. Aber das hatte ich bei dem letzten Gegner aus der Kategorie schon gesagt und der hat mich dann durchaus auch eine Weile gequält. Man muss da wirklich höllisch aufpassen und jeden Gegner ernst nehmen, sonst steht man ganz schnell vor Problemen, die man sich besser und lieber erspart hätte. Wir gucken mal, wie wir uns hier ineinander verkeilen. Das ist schon mal eine interessante Bauernstruktur hier. Mal ein bisschen hier einen Bauernvortrieb erzeugen. Ich hoffe, dass ich diesen Bauern hier schwach kriege. Das ist jetzt erstmal der Fall, weil der für Weiß jetzt natürlich nicht ganz so einfach zu halten ist. Er kann jetzt von anderen Bauern nicht mehr gedeckt werden, weil weder auf der C-Linie noch hier auf der E-Linie Bauern sind, weiße Bauern sind, die fünf Bauern decken könnten. Und jetzt ist eben dann die Aufgabe für mich, genug Angreifer heranzuführen, um da auch was draus zu machen. Er verdoppelt auch seine Türme, mal ein bisschen kitzeln und gucken, ob wir da die Grundlinie runterkommen. Das ist vielleicht eine gute Idee hier. Sein Läufer guckt nämlich auch verdächtig nach C8. Das gefällt mir nicht insbesondere, weil beide Türme auch dahin gucken. Vielleicht kriege ich ihn da ein bisschen vertrieben. Na, mal sowas probieren. Eventuell kommt jetzt der Turm hier runter. Kommt er nicht? Er greift mit der Dame nochmal hier an. Erstmal vertreibe ich seinen Läufer. Oh, C7 tut weh. Turm C7 ist übel. Er hat es nicht gesehen und jetzt aber schnell dafür sorgen, dass da nichts draus wird. Müsste auf den Weg gehen. Uiuiui, das sind eben genau die Momente. Jetzt müsste alles gut sein, aber wenn er das einen Zug früher sieht, dann muss ich die Dame für den Turm hergeben. Und dann sieht das gar nicht mal so rosig aus hier. Will ich eigentlich nicht tauschen? Muss ich auch nicht. Bisschen auf die Zeit achten. Ich habe 20 Sekunden Zeitrückstand. Idee, sowas zu probieren. Nee, jetzt nicht. Oh, schöne Variante. Jetzt ist hier der Turm auf der Dame drauf. Hier der Turm. Gucken, ob das durchdringt. Abtauschen. Hier unten gibt der Schach. Wenn er schlägt, schlage ich zurück. Mein Turm. Mein schöner Turm. Die Zeit. Zeit muss mich retten. Zeit muss mich retten. Jetzt kommt es dann darauf an, wirklich schnell zu ziehen und präzise genug, um die Zeit für Weiß ablaufen zu lassen. Gucken, ob ich diesen Bauern hier bekommen kann. Kriege ich. Na, weg. Weg. War klar, dass er Schach gibt. 7 Sekunden an Schach habe ich. Und jetzt läuft die Zeit ab und ich habe es gewonnen. Puh, das ist dann immer ganz schön tricky, aber man sieht. Ein einziges Remis. Ach ja, ich habe kein Mating Material mehr. Also mir fehlt einfach genug Material, um ihn matt setzen zu können. Verdammt. Wann habe ich den letzten Bauern verloren? Zug zurück oder so, glaube ich. Den Bauern hätte ich nicht mehr verlieren dürfen. Ach, ist das ärgerlich. Da hätte ich, jetzt wäre die Lösung gewesen, hier mit dem Läufer auf B6 Schach zu geben. Aber gut, das ist dann mit 6,5 Sekunden auf der Uhr und großer Aufregung natürlich nicht mehr so einfach zu sehen. Er würde gerne eine Revanche haben. Ich gucke mir kurz nochmal die Analyse an, was der Rechner gesagt hätte.
Ausgleich sogar nach dem Zug hier mit dem Läufer auf B6. Und ansonsten ist Schwarz aber total überlegen. Und ist das sogar ein Matt in 13 hier. Wahnsinn, was Computer heute alles vorhersagen können. Also, das ist auch eine exakte Angabe. Das wird genau Matt in 13 Zügen sein bei optimalem schwarzem Spiel. Es kann nicht schneller gehen, aber es wird auf keinen Fall länger dauern, wenn ein Computer gegen mich spielt oder auch gegen den Schachweltmeister, gegen wen auch immer. Das ist dann tatsächlich zwingend Matt in diesen 13 Zügen spätestens. Puh, ja, das erste Remis hier, aber gut. Auch eins der skurrileren Arten, eins, das eigentlich nur im Bereich von Bullet- oder Blitzschach auftritt, nämlich Zeit abgelaufen vom Gegner, aber weil mein Material nicht zum Mattsetzen gereicht hätte, kriege ich dann eben nur den halben Punkt. Das hat mich am Partieende kurz ja, irritiert und habe ich kurz vergessen, aber ja, man muss sich eben dann auch in solchen heiklen und schnellen Situationen genug Material aufheben, damit man mattsetzen könnte. Man muss es ja nicht mehr tun, wenn man auf Zeit gewinnt, aber man müsste es können. Und das konnte ich in dem Fall eben nicht. Von daher bleibt es bei einem halben Punkt und mein Gegner freut sich über 9 Punkte Steigerung in seiner Spielstärke. Mich hat es 53 gekostet. So geht das manchmal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.